Also schön. Im Moment seid ihr das Einzige, was mich daran hindert, dass ich hier im Gang umkippe wegen diesen Böllern. Deswegen drehen wir dieses Video weiter. Also, wie folgt. Ich erzähle euch jetzt mal, warum ich diese Videos hier gerade aufgenommen habe. Und zwar, ich kann euch nicht zu den Themen sagen. Ich kann euch aber sagen, alter Verwalter, ich stink gerade wie ein fieser Iltis. Uff. Einfach nur uff. Ich schwitze nämlich furchtbar. Angst vor Stau in Luft. So eine Mischung aus Angst und Stau in der Luft. Da ist gerade so doppelt gemoppelt, hält besser. Wisst ihr was? Wir machen jetzt wieder solange ein Körperteil in der Gegend ist, solange zählt es als sie ist anwesend im Video. Ding. So, Leo, gib mal Mami. So. High-Quality-Video-Drehen. Nein, der sitzt da friedlich und schläft. Jetzt lass den armen Hasen. Was? Na, Luft. Oh, als ob der mit seiner Mini-Lunge da so einen Riesenunterschied macht. Naja, nee, ich habe ja hier die Tür. Egal, jetzt lass uns schnell das Video fertig drehen und dann... Ich kann jetzt ja auch nicht sagen, ich drücke auf Stopp oder so, weil wenn ich jetzt auf Stopp drücke, dann bin ich wieder am Po. Verstehst? Okay. Oh. Egal. Also, ignorieren wir einfach meine Mutter, so wie es die meisten Leute machen. Sie ist nicht anwesend. Und sie ist auch nicht Papa, wie wir jetzt inzwischen wissen. Ja, also. Es ist übrigens mein Bein. Es ist nicht so, dass ich jetzt mein Hintern hier lüfte. Ich lüfte hier gerade meine Beine, weil ich schwitze. Es sah gerade voll komisch aus. Du, ich lade das Video jetzt hoch, egal wie schlimm es wird. Ja, also. Folgendes wollte ich euch erzählen. Ja, genau. Da waren wir. Also. Eigentlich ist Fächern eine total bescheuerte Idee. Weil in dem Moment, wo man fächert, hat man ja Körperbewegung, ist angestrengter. Und dadurch ist egal, wie viel man Luft man sich zufächert, die Luft eigentlich auch schon wieder unsinnig. Merke ich gerade. Aber jetzt kann ich auch nicht Leo sein Pappding zurückgeben, weil jetzt habe ich es gerade gemopst und jetzt muss ich es durchziehen. Heute ziehen wir durch, Leute. Heute ziehen wir durch. Egal wie schlimm es wird, wir ziehen durch. Also, folgendes. Ich habe euch vor geraumer Zeit in einem Update-Video, ich weiß nicht, wann das war, deswegen überlege ich gerade so dämlich, aber egal wie lange ich überlege, das Video, ich habe es ja vorproduziert und dann hochladen, dann muss man ja nicht hochladen, sondern eigentlich den Produktionstag nehmen und wenn ich das wieder wüsste, dann wäre ich ein Genie. Weil ich merke mir das selbst nicht, wann ich die Videos drehe. So richtig High Quality, ne Mama? Egal. Auf jeden Fall habe ich euch in diesem Update-Video, mir fällt gerade auf, dass der Fächer auch noch angesabbert ist. Oh, jetzt kriegt er zurück. Ups, oh Leo, tut mir leid. Oh Gott, es tut mir leid. Oh Gott. Was hast du jetzt gemacht? Volle Kanne. Oh Gott, das ist da. Weißt du, ich bin über sein Ding hochhüpft drüben, habe ich den Fächer drüber geschmissen. Da habe ich nur innerlich in 4-Sekunden-Takt gebetet, bitte lass es nicht auf dem Kopf liegen. Dann ist direkt auf seinen Kopf runterzählt. Nee, jetzt hat er sich das erste Mal bewegt. Okay, also dann, es ist wie folgt. Wir haben zurzeit ganz schlechtes Internet. Das Internet ist mit Abstand das am wenigsten schäbigsten, gerade in diesem Gang. Oh Gott, nein, es ist blöd gelaufen. Ich heul vor Lachen. Also wir haben gerade ganz schlechtes Internet und weil das Internet so schlecht ist,
Gibt es Tage, an denen man richtig gut Sachen machen kann im Internet und Tage, wo es fast nichts geht. Und heute habe ich gesehen, dass unser Internet eine unglaubliche Uploadrate hat. Und deswegen habe ich jetzt diese Videos gerade an einem Stück hochproduziert, damit ich die jetzt nachher noch schnell hochladen kann, damit ihr dann auch wirklich die Videos habt, weil wir haben so Tage, wo auch gar nichts geht, ne? Oh, ich erzähle euch was. Ich habe mit meiner Wii ein Spiel runtergeladen, Zelda. Glaub, 3 GB, das hat ohne Witz. Ich habe um 22 Uhr angefangen und bin um 5 Uhr morgens fertig gewesen, weil ständig die Download abgebrochen hat. Also Internet ist gerade total schlecht. Aber die Woche soll ein Techniker kommen und wir hoffen das Beste. Was? Wir klopfen auf Holz, dass es danach wieder geht. Also drückt uns ganz doll fest die Daumen. Weil das voll der Fun Fact ist, in 99% der Fälle, weil ich glaube, dass dieses Video wahrscheinlich schon im September kommt, wird wahrscheinlich das Internet schon wieder funktionieren. Also rein rechnerisch müsste dieses Video tatsächlich, ey, weißt du, was voll witzig ist? Das habe ich gerade entdeckt, ne? Mein allererstes Video habe ich am Mittwoch, dem 9.9. hochgeladen, wie du weißt, ne? Und dieses Jahr ist seitdem, glaube ich, der erste Mal überhaupt, dass es wieder einen Mittwoch, den 9.9. gibt. Ja. Wahnsinn. Müsste 6 Mal machen, 6. Na, kann es jetzt sein. Aber dann sind 7, wie es scheint. Aber ich weiß nicht, auf jeden Fall, es ist dieses Jahr Nee, wieder. es war nur Schalke oder Ja. zwischen. Es ist dieses Jahr das erste Mal, seitdem ich angefangen habe, dass es einen Mittwoch, den 9.9. gibt. Krass. Ja. Also vielleicht mache ich da ein kleines Spezial dafür. Machen wir das doch. Ja, egal. Also in Anbetracht dessen, dieses Video ist mehr oder weniger nur noch ein Lückenbüßer-Video, nennen wir es doch, wie es ist. Es ist ein Lückenbüßer-Video. Hauptsache noch ein Video damit. Sagen wir mal ganz, wir reden jetzt Tacheles miteinander, wir sind jetzt ehrlich, ich mache jetzt Butter bei die Fische, egal was ihr auch immer haben wollt. Ich hau den Lachs raus, hier ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Eigentlich könnte ich dieses Video auch streichen, aber wenn ich das jetzt streichen würde, müsste ich ein neues produzieren und dazu bin ich zu faul. Und mir ist durchaus bewusst, dass das ein ganz schlechtes Video ist, aber ich stehe dazu. Denn, wisst ihr Leute, wer Qualität haben will, der sollte nicht bei mir suchen. Bei mir bekommt ihr mich und ich bin nicht immer nur qualitätmäßig. Ich bin nicht nur gut, ich bin auch manchmal schrecklich und manchmal bin ich auch einfach nur, manchmal bin ich das Mädchen, das aus Versehen ihrem Hasen den Fächer, den es gerade ihm aus dem Mund gemopst hat, weil es ihn angesaubert hat, auf den Kopf geschmissen hat, obwohl es es nicht wollte. Und manchmal bin ich auch das Mädchen, das im Gang sitzt, total verschwitzt in ihrem olivgrünen T-Shirt, sich denkt, ich will nur noch diesen klatschnassen BH runter haben und es euch erzählt, obwohl es eigentlich kein anderer machen würde. Weil ich finde einfach, so wie ich bin, bin ich. Und wenn ich mit euch, wenn ihr meinen Kanal anschaut, dann teile ich mein Leben mit euch. Und ich teile mein Leben, meine Ansichten, meine Geschichten, mein mich. Klingt grammatisch falsch, aber es ist so. Ich teile mein mich mit euch. Oh, das klingt schön. Und ja, egal wie wir es drehen und wenden, ich bin ich, egal ob ich es will oder nicht. Und wenn das Video schrecklich von der Qualität her ist, dann ist es halt schrecklich. Aber es ist immer noch meine Art. Und manchmal bin ich halt so. Und jetzt bin ich so. Und deswegen schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder in E-Mail die welt.readmeoutlook.com. So, und ich schäme mich jetzt aus diesen ganzen verschwitzten Klamotten, entschuldige mich 100 Mal bei meinem Karnickel und ich meine es wirklich ernst. Ich versuche es wirklich zu ändern, dass ich ihn nicht mehr abschmeiße mit Zeug. Und sehe euch dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.